Manchmal sieht man ja beim zweiten Hinsehen etwas genauer und so war das gestern möglicherweise auch an den Märkten. Erinnern wir uns, am Freitag hatten wir diese miserablen US-Arbeitsmarktdaten und die Märkte, hurra, hurra, die Daten sind schlecht, die Fed wird weiter und länger auf dem Gaspedal bleiben. Das kann nur gut sein, neue Allzeithochs bei Dow Jones und S&P 500. Aber gestern ist dann etwas passiert, was offenkundig eine Reflexion dessen war, was das wirklich bedeuten könnte mit den US-Arbeitsmarktdaten. Und Goldman Sachs hat das mal so ein bisschen versucht zu formulieren. Da hat man gesagt, dieser Broad Reflation Optimism, also dieser Optimismus in Sachen Reflation, Reopening der Wirtschaft, der hat ein bisschen nachgelassen, nachdem die Non-Farm Payrolls, also die US-Arbeitsmarktdaten, so schwach gewesen sind. Und möglicherweise haben wir Peak Growth bereits hinter uns. Vielleicht haben wir den Peak schon hinter uns, das Beste schon hinter uns. Und in der Tat, die nächsten Stimulus-Checks werden wohl nicht mehr kommen so schnell. Dementsprechend war das eben ein Sugar Rush, der sich irgendwann erschöpft. Jetzt haben wir das Beste schon hinter uns. Die Frage ist, was soll jetzt kommen? Und das hat auch gestern neben den Tech-Werten vor allem die Rohstoffe belastet. Hier sehen wir den Bloomberg Commodity Index mit einem ziemlich saftigen Fall. Klar, der Anstieg vorher war auch entsprechend groß. Dementsprechend hat sich hier offenkundig ein bisschen die Schwerkraft durchgesetzt. Schauen wir uns mal hier die zweite vielleicht interessante Schlussfolgerung an, die hier ein Analysehaus gemacht hat, nämlich die miserablen Daten am Freitag, haben dazu geführt, dass die Märkte eben, und das hat man zunächst mal gefeiert am Freitag, davon ausgehen, dass die Geldpolitik unverändert lax sein wird, aber dass gerade das eben, nämlich diese schwachen Arbeitsmarktdaten dafür sorgen wird, dass die Inflationsgefahren doch deutlich ansteigen werden, dass wir möglicherweise in eine Art Stagflation reinrutschen, also das Wachstum nicht mehr wirklich der Fall ist, sondern eher stagniert, während gleichzeitig die Inflation weiter einsteigt. Und dementsprechend sehen wir, dass selbst nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit 2013 gefallen sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Wachstumssorgen, wenn man so will, das Beste ist schon hinter uns, und auf der anderen Seite eben die Furcht, ja, aber wenn die ultralaxe Geldpolitik unvermindert so weitergeht, dann werden wir trotzdem inflationäre Tendenzen haben, auch wenn das Beste in Sachen Wachstum der Wirtschaft schon hinter uns liegt. Und diese Kombination hat vor allem eben in bestimmten Sektoren für gewisse Einschläge gesorgt. Schauen wir uns mal die sogenannten Advanced Retail Sales an, also die Einzelhandelsumsätze. Hier sehen wir, die sind natürlich eingebrochen in Corona und dann gab es diese massiven Stimulusprogramme, den American Rescue Plan, 900 Billion Relief Plan, also den Rettungsplan. Und hier ist eben jetzt die Frage, as good as it gets, ist das der Hochpunkt, der Höhepunkt, kann es besser werden? Das ist eben die Frage, die sich die Märkte vielleicht jetzt in diesen saisonalen, ja tendenziell auch eher weniger euphorischen, bullischen, saisonalen Monaten stellen. Kann es noch besser werden? Was wird jetzt kommen? Hier nochmal die Rohstoffe nach dieser massiven Rallye. Wir hatten ja Zugewinne, 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 Zugewinne. Jetzt gestern der erste große Rückschlag seit vielen, vielen Monaten bei den Rohstoffen. Wir haben bei den Tech-Werten den schwächsten Tag seit 18. März gesehen. Wir sehen also, da ist etwas passiert. Wir sehen zum Beispiel Lumber hier, dieses Bauholz aus den USA, welches ich gerne als Beleg, als Frühindikator dafür bringe, was eigentlich an den Märkten der Fall ist. Da war eine Euphorie da, die extrem war. Gestern über 5% nach unten gegangen, aber schauen Sie sich mal den Chart an. Da ist nur eine kleine Korrektur bisher passiert, wenn wir uns diese massiven Anstiege anschauen. Das ist insofern ein wichtiger Indikator, dieses Lumber, weil eben der Hausmarkt so wichtig ist in den USA. Viele Amerikaner haben da ihr Vermögen drin in den Häusern oder ihre Immobilie ist ein Hauptteil ihres Vermögens. Dementsprechend kann man diese Lumber-Geschichte als Frühindikator sehen, wie die Stimmung an den Märkten ist. Vor allem die Beziehung zwischen Lumber und Gold, also zwischen Bauholz und Gold, das zeigt so ein bisschen die Frage nach Wachstum der praktisch des Hausmarktes, dass da die Euphorie weitergeht und auf der anderen Seite ein gewisses Sicherheitsbedürfnis nach einem sicheren Hafen. Aber wenn wir nochmal zu den Tech-Werten kommen, gestern eben Commodity Prices sind runtergegangen. Nasdaq ist 2,6% gestiegen, wie gesagt, schwächster Tag seit dem März. Wir haben gestern vor allem die Money-Losing-Tech-Companies, also die Firmen, die Geld verlieren, die kein Geld machen, und das sind mehr
als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase prozentual. Das darf man nicht vergessen. Die haben über 4,5% verloren, sind jetzt 36% unter ihrem Peak aus dem Februar. Und die Chip-Stocks, die Chip-Aktien, haben jetzt eine Korrektur eingeleitet. Philadelphia Semiconductor Index ist 4,7% gefallen. Auch hier der stärkste Fall seit 8. März. Und wenn wir hier unten sehen, Facebook minus 4%, Apple noch etwas besser. Aber die ganzen Tech-Werte, die hat es gestern erwischt. Eben Inflationssorgen, Inflation mit höheren Rates, mit höheren Renditen, mit höheren Zinsen. Und das ist schon nach wie vor scheinbar ein Thema, auch wenn wir uns immer wieder mal entkoppeln von dieser Idee, dass Zinssorgen, dass Renditesorgen, also Anstieg der Rendite, dann negativ für die Tech-Werte sein könnte. Besonders erwischt hat es meine Freundin Cathie Wood mit ihrem ARK Innovation ETF. Gestern 5% auf die Mütze bekommen. Wir haben gesehen, diese unprofitablen Tech-Unternehmen, und die sind besondere Lieblinge von Cathie Wood, die hat es gestern besonders erwischt. Jetzt sind wir 35% von dem Hoch, das wir Mitte Februar erreicht hatten. Und da ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, wenn wir uns mal das Portfolio bei von Cathie Wood anschauen, ihre verschiedenen Assets, die sie in ihren Fonds hat. Da ist natürlich jede Menge drin, was sehr, sehr lange sehr, sehr gut gelaufen ist, gehypt wurde, wie eine Tesla, die gestern 6% verloren hat, aber irgendwann ist alles mal vorbei. Und interessant ist der Vergleich mit diesem ARK Innovation ETF von Cathie Wood, unten und oben den chinesischen Tech-Werten MSCI China ETF. Hier sehen wir, dass offenkundig es sehr, sehr starke Ähnlichkeiten gibt zwischen der Entwicklung der Aktien, die Cathie Wood in ihrem Portfolio hat, und den chinesischen Aktien. Und da ist auch seit Mitte Februar der Wurm drin, wie bei so vielen. Wenn wir uns aber mal die Geschichte anschauen, sehen wir Dow Jones wieder nur 0,1% im Minus. Der war lange ja im Plus, gestern neues Allzeithoch. Ebenso wie der S&P 500, gestern zwischenzeitlich neues Allzeithoch. Dann aber mit einem Minus von 1% rausgegangen, Nasdaq über 2%, der VIX 17,8% gestiegen. Und wenn wir uns mal anschauen, was war denn da gesucht, was ist besser gelaufen? Utilities, Versorger, defensiv, Consumer Staples, also Dinge des Bedarfs, nicht wirklich sexy, aber eben konstant, hat ein bisschen zulegen können, und Real Estate und Healthcare, also die defensiven Sektoren waren gut. Technology war schwach, Materials, Financials, auch Energy nicht wirklich gut performt. Also wir sehen, diese Reopening-Story, die hat ein bisschen gelitten, und insgesamt, wenn wir uns mal anschauen, was derzeit passiert, dann sehen wir wieder mal wahnsinnige Parallelen zwischen heute und dem Zeitraum 1998 bis 2000, denn hier sehen wir mal die Vorkommen von Situationen, wo der Nasdaq mehr als 2% verloren hat, während der Dow Jones weniger als 0,15% verloren hat, also praktisch der Dow schlechtestenfalls mehr oder weniger unverändert war, während der Nasdaq richtig auf die Mütze bekommen hat. Und wir sehen, da gab es in der Geschichte des S&P 500 und die Wert seit 1957, vor allem in dieser Zeit 1998 bis 2000, 2001, extrem viele Vorkommen, schlechtes Indiz, schlechtes Omen, Vorbote für etwas, was kommt, Fragezeichen. Wir sind natürlich schon ein bisschen sehr optimistisch insgesamt, vor allem sehr optimistisch positioniert, alles sind all in, das ist lange gut gegangen, geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Gestern ist es zwischenzeitlich nicht mehr gut gegangen, Nasdaq mit einem 2 Sigma Verlust, also zwei Standardabweichungen von der Normalität, während gleichzeitig 44% der S&P 500 Aktien ein 52-Wochen-Hoch erreicht hatten. Das hat es alles so noch nie gegeben. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Schauen wir uns hier mal die charttechnische Konstellation an. Oben das Nasdaq ETF Triple Q. Da sind wir wieder rangelaufen an diesen Seitwärtskanal, den wir nach unten aufgelöst hatten. Und gestern dann, bums, diese rote Kerze, der IWM, das ist das maßgebliche Russell 2000 ETF, also dieser Nebenwerteindex, der steht jetzt auf der Kippe. Ein immens steiler Aufwärtstrend. Dieses Index, 40% der Aktien, die in diesem Index sind, verlieren Geld, aber trotzdem erreicht dieser Index immer neue Hochs. Da stimmt etwas nicht, da stimmt die Relation nicht, da muss irgendwie mal etwas Realität wieder reinkommen, und diese Realität, die könnte jetzt kommen, wenn wir sehen, dass wir jetzt ja 14 Monate massiv steigende Märkte hatten mit 63%. Das ist einer der besten Runs, die wir je hatten, aber in den nächsten 4 Monaten, so zeigt
eine Grafik, eine historische Grafik oder die historische Performance aufarbeitet. Wenn Märkte innerhalb von 14 Monaten mindestens 50% gestiegen sind, dann sind die nächsten Monate meistens nicht so wahnsinnig toll. Wäre ja auch alles andere als ungewöhnlich, dass die Schwerkraft mal einsetzt. Vor allem, wenn wir uns anschauen, wie hier der S&P 500 performt hat. Seit 2007 hat sich fast um 200% verbessert, während eben gleichzeitig das BIP deutlich weniger gewachsen ist und vor allem das Sales Growth der S&P 500 Unternehmen, also der Umsatz, das Umsatzwachstum, noch deutlich weniger gestiegen ist. Also wir sehen, da gibt es schon eine ziemlich krasse Lücke zwischen der Aktienperformance und der ökonomischen Realität. Und natürlich waren die Zahlen aus der US-Berichtssaison gut. Ja, natürlich, aber die Frage ist, was ist da schon längst überpreist? Welche Zahlen müssten Sie eigentlich schreiben, um solche Bewertungen überhaupt noch zu rechtfertigen? Und wir sind derzeit in einer der teuersten Aktienmärkte aller Zeiten. Und wir sehen, Inflationssorgen nehmen zu. Google Searches hier für Inflation in den USA. Den Leuten schwant etwas langsam und sie werden deswegen auch möglicherweise höhere Löhne einfordern von ihren Arbeitgebern, wenn sie sagen, aber die Preise sind massiv gestiegen, ich muss leben, ich muss meine Kosten bedienen. Und in den USA, da sehen wir eben diese absolute Marktdominanz nicht nur der Tech-Konzerne, sondern des amerikanischen Marktes insgesamt. Hier einmal, damit Sie das so ein bisschen in Relation bekommen, der US-Aktienmarkt um und bei 44 Billionen Dollar schwer. China mit den ganzen A-Shares und den Offshore Geschichten 14 Billionen, Japan 6,8, United Kingdom 3,2, Frankreich 2,9, dahinter kommt Deutschland, nicht besonders doll. Aber wir sehen, da ist die USA viel, viel mehr, bringt viel mehr auf die Waage als alles, was auf der Welt sonst rumkreucht, mehr oder weniger zusammengenommen. Und da stimmt die Relation übergeordnet nicht. Vor allem, wenn wir uns ansehen, was die USA an BIP-Anteil an der Welt hat. Vor allem, was an Wachstum in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, dann kann diese Relation früher oder später so nicht mehr funktionieren. Aber Inflation, das ist die Sorge. Und jetzt ist das auch in Deutschland ein bisschen der Fall. Schnabel, unsere werte EZB-Vertreterin aus Deutschland, hat gesagt, ja, könnte sein, dass die Inflation in Deutschland über 3% steigt. Das haben jetzt die Break-Evens, also die Märkte, die Inflationserwartungen bepreisen, das erste Mal so ein bisschen aufgenommen. Wir sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2018 mit 1,42% Inflationserwartung. Und wir hatten heute Nacht dann auch die Erzeugerpreise und Verbraucherpreise aus China. Erzeugerpreise deutlich höher als erwartet. Also da haben die Industrie harte Druck, die Firmen haben Druck, weil ihre Kosten massiv steigen. Die Verbraucherpreise sind weniger gestiegen, weil offenkundig die chinesischen Firmen ihre Kosten noch nicht so weitergegeben haben an die Konsumenten, wie das die amerikanischen gemacht haben und wie das in Deutschland vielleicht auch noch auf uns zukommt. Also da ist Amerika schon ein Frühindikator. Wahrscheinlich in Sachen Inflation, China ist eh eine gesteuerte Wirtschaft, da ist das ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Aber es ist der Second Guess, es ist jetzt das zweite Hinsehen, was wir gestern gesehen haben. Hurra, die Arbeitsmarktdaten sind schlecht, das ist schon ein bisschen kurz gesprungen, das ist auch irgendwie so das typische Mantra, was interessiert uns die Realität, wenn wir unsere virtuelle PlayStation-Welt haben. Das geht eine Zeit lang gut, dieses Denken, und dann kommt die Realität dann doch wieder auf die Füße gefallen. Und genau das ist gestern passiert. Einige Kommentatoren haben schon vermutet auf YouTube, ja, wenn der Fugmann nicht da ist am Montag, dann scheppert's. Und so ist es gekommen, meine Damen und Herren. Sehr gute Prognostik, die hier teilweise gemacht wird in den Channels. Wichtig wird es heute sein, wie die Bullen reagieren, ob sie ein Konter setzen können, ob da ein Gegenschlag kommt. Aber das war schon ein Schlag ins Kontor. Das zweite Hinsehen ist meistens dann das etwas genauere als das erste. We will see. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Und gucken Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Um 11 Uhr kommt schon der ZDW-Index. Da bin ich mal gespannt, wie derzeit so die Erwartung ist. Also Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.